frei zugängliche Plattform Paradise Papers Daten publiziert. Stand 17.11.2017, 14 Uhr Uhr, Seitenanfang. Das internationale Konsortium für investigative Journalisten hat die ersten Daten aus den Paradise Papers veröffentlicht. In der Datenbank sind zunächst Informationen zu 25.000 Offshore-Konstrukten zu finden. In den kommenden Wochen werden weitere Unterlagen publiziert. In der Datenbank des Internationalen Konsortiums für investigative Journalisten, ICI, sind seit heute erstmals Unterlagen der Paradise Papers für jedermann zugänglich gemacht. Zunächst wurden Informationen über 25.000 Offshore-Konstruktionen eingestellt. Dabei geht es um Daten der Kanzlei Ablebei zu Trusts und Firmen in mehr als 30 Jurisdiktionen. Auch Adressen und Namen von Direktoren und Anteilseignern sind in den Daten zu finden. Weitere Daten folgen. Die Offshore League Datenbank beinhaltet bereits Dokumente der Projekte Panama Papers, Offshore Leaks und Bahamas Leaks. Insgesamt sind nun mehr als 520.000 Datensätze durchsuchbar. Das ICI wird in den kommenden Wochen weitere Unterlagen der Paradise Papers in die Datenbank einspeisen. Darunter sind mehr als 100.000 Aufzeichnungen aus verschiedenen Finanzplätzen weltweit, die als intransparent gelten. Das Netzwerk der Investigativjournalisten, das ICI, ist ein weltweites Netzwerk von Investigativreportern aus 70 Ländern. Die Journalisten arbeiten länderübergreifend an Projekten zu den Themen Korruption, Kriminalität und Verantwortung politischer Akteure. Zu ihren bisherigen Veröffentlichungen gehören die Panama Papers und die Paradise Papers. In Deutschland arbeiten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung in dem Verbund. Das ICI hat unter anderem den Pulitzer-Preis gewonnen. Es finanziert sich durch Spende von Privatpersonen und Stiftungen. Die Paradise Papers mehr als ein Jahr haben 381 JournalistInnen und Journalisten von 96 Medienpartnern aus 67 Ländern den Datensatz der sogenannten Paradise Papers ausgewertet. Darin haben sie zahlreiche Geschichten entdeckt. Die Daten waren der Süddeutschen Zeitung zugespielt worden. Die Koordination der Recherche übernahm das Internationale Konsortium für investigative Journalisten, ICI. Insgesamt umfassen die Paradise Papers rund 13,4 Millionen einzelne Dateien. Paradise Papers Datenleak enthüllt Steuertricks der Reichen. Weltweit haben Journalisten Millionen geheimer Dokumente ausgewertet, die die Offshore-Geschäfte von Firmen, Politikern, Sportlern und Kriminellen enthüllen. Die Recherchen führen auch in das Umfeld von US-Präsident Trump. Mehr der Podcast Paradise Papers. In schwerer See der Podcast Paradise Papers im Schattenreich der Steueroasen nimmt die Hörer mit auf eine einjährige, geheime Recherche. In Folge 5 stellen die Reporter Wolfgang Schäuble die Frage, weshalb Deutschland im Kampf gegen Steueroasen versagt. Mehr zu diesem Thema, Podcast Paradise Papers in schwerer See. Länder für mehr Transparenz bei Steuersparmodellen. Isle Oefman, die Insel der Glücklichen, Multimedia, Weltatlas, USA. Ihre Meinung, meta.tagesschau.de. Bisher keine Kommentare zur Meldung. Alle Kommentare anzeigen oder einen eigenen Kommentar hinzufügen. Schlagwörter der Meldung.